Hallo, hier ist Maika, willkommen zu meinem Podcast, eine neue Folge nach sehr langer Zeit. Wenn ihr was Wolliges sucht, dann seid ihr hier richtig. Warum habe ich so lange Pause gemacht? Ich hatte zwischendrin noch ein Video aufgenommen. Es war allerdings kacke, also ich wollte es gar nicht hochstellen. Es war ein sehr heißer Tag, es war also noch mitten im Sommer. Und ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist direkt mitgeschmolzen. Irgendwie, ich habe die Hälfte vergessen und ich habe das Gefühl, ich bin so durchgerauscht und irgendwie war das ganz doof. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, überlegt, okay, weil ich mit meinen letzten Videos schon nie so ganz so zufrieden war, irgendwie schwierig zu sagen, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas hat mir gefehlt bei meinen Videos, aber fragt mich nicht was. Ich bin auch jetzt nicht dahinter gekommen. Aber ich wollte gerne mal wieder eins aufnehmen. Wenn ich es irgendwann herausgefunden habe, dann sage ich euch Bescheid. Ja, ihr seht, ich sitze gerade woanders. Ich sitze nämlich im Wohnzimmer, weil ich habe mich mit meinem Moped hingelegt. Ja. Es ist soweit alles gut. Das Moped hat ein paar Blessuren. Ich habe ein paar Blessuren, aber uns geht's gut. Ich sehe jetzt schon wieder besser aus als das Moped. Es muss halt noch also ein paar Kratzer, eine Kratzerstelle am Lack und zwei an dem Plastik. Und die linke Bremse ist ein bisschen abgeschabt, aber ansonsten, ich hoffe, es fährt. Ich bin also ja, es fährt noch. Ich bin auf dem Weg zurück die erste Strecke gelaufen, dann wieder gefahren, weil ich nicht mehr laufen konnte. Bei mir war es das linke Bein, das hauptsächlich alles abgekriegt hat. Ihr seht, da ist ein blauer Fleck, da habe ich ein bisschen mit dem Gesicht gebremst. Aber, Katja, wir haben ja uns schon unterhalten, falls du das Video siehst. Ich war sehr froh, dass ich wirklich so einen Vollhelm habe auf dem Moped. Weil ich habe auch hier, ist halt die Stelle, wo ich aufgeschlagen bin, war es ja bei dir auf dem Fahrrad auch so war. Also ich habe einen blauen Fleck und ja, mein linkes Bein, wo das Moped drauf lag, das ist, mittlerweile kann ich es schon wieder fast rechtwinklig anwinkeln. Es hat jetzt vielleicht 70 Grad. Könnte also, glaube ich, wieder am PC sitzen, hätte auch dort aufnehmen können, aber es ist für mich eher noch unbequem. Und hier im Wohnzimmer packe ich mein Bein einfach auf den Wohnzimmertisch, wo jetzt auch gerade das Stativ draufsteht, wo das Handy dran hängt. Und dann ist es auf jeden Fall angenehmer für mich. Ich kann das hier auch ein bisschen besser bewegen. Ja, also soweit ist nichts Schlimmes passiert. Ich bin auch von der Arbeit nicht ausgefallen. Es war nass und ich bin einfach weggerutscht. Mit dem Moped. Ja. Letzten Winter ist mir das nicht passiert. Aber jetzt, diesen Winter, ich... Ja. Zum Glück muss ich sagen, ich wurde nicht alleine gelassen. Also da sind dann sofort zwei Menschen gekommen und haben mir geholfen. Eine junge Frau und ein Mann, ungefähr in meinem Alter wahrscheinlich. Ich muss gestehen, ich erinnere mich nur, dass sie blond war. Die gehörten, glaube ich, auch nicht zusammen. Also er hat dann mein Moped zur Seite geschoben. Und sie war dann ganz süß und hat mich mal gefragt, brauchen Sie wirklich nichts? Soll ich nicht doch den Krankenwagen rufen? Ich meine, also abgetastet, nee, also irgendwie ist noch alles dran. Ich brauche nichts. Ich wollte auch schnell nach Hause, solange ich mich noch fit fühle, weil man kennt das ja, wenn man gestürzt ist, ist man erstmal voll mit Adrenalin, dann ist noch alles super. Und wenn das abklappt, dann, also runtergeht, dann merkt man, wo es überall wehtut. Aber ich konnte laufen, ich konnte auch noch, ich war noch verkehrstauglich, weil ich keinen Schock hatte oder so. Von daher, es ging mir gut, es geht mir auch jetzt den Umständen entsprechend gut. Also ich finde, das sind ein paar Wehwehchen. Als ich mir letztes Jahr am Knöchel mich verletzt hatte, weil ich umgeknickt bin, fand ich es schlimmer. Es hat mehr wehgetan und hat mich richtig ausgenockt. Für zwei Wochen war ich ja nicht auf der Arbeit, weil ich nicht mal mehr auftreten konnte. Ja, das deswegen sitze ich jetzt im Wohnzimmer. Ihr seht mich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal mit frisch vom Friseurhahn. Was ist das? Achso. Ich habe auch hier sind meine Extensions. Einmal lila und einmal rosa. Das sieht in der Kamera gar nicht so knallig aus, wie es in Wirklichkeit ist. Ja, so ungefähr. Kann man sich's vorstellen. Also nicht das Ausgewaschene, sondern das dunkle Lila, was auch immer. Ja.
So viel dazu. Dann heiße ich euch natürlich alle wieder willkommen. Es sind ein paar neue dazugekommen, da freue ich mich. Apropos neu. Ich bin ja schon seit einer Weile, habe ich ja schon die 500 geknackt und ich wollte ja schon lange mal so ein Gewinnspiel demzufolge machen. Also deswegen ein Gewinnspiel machen. Und wo muss ich eigentlich hingucken? Da ist die Kamera. Und das war aber jetzt doof, weil ich bin ja da nicht die Einzige. YouTube hat ja im Moment das Problem, dass Kommentare nicht im Newsfeed auftauchen, ich also gar nicht sehe, ob ihr mir schreibt oder nicht. Ich habe mich ja schon ein paar Mal dafür entschuldigt, weil es ist zwar nicht meine Schuld, aber ich fühle mich da immer schlecht. Leute schreiben, ich kriege es nicht mit oder irgendwie Wochen später, wenn ich mir dann denke, ach Moment, Moment, du könntest ja mal gucken. Und dann kommt da nichts von mir. Das finde ich richtig blöd, scheiße. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht manche Kommentare gar nicht durchkommen. Also, ich habe gemacht, dass ich einmal alle Häkchen weggemacht habe, ein paar Sekunden gelassen, alle Häkchen hin. Das ist so dieser, was man so von irgendwelchen elektronischen Geräten in Neustadt kennt. Man macht den mal aus, wartet mal kurz, dann macht man wieder an und hofft, dass es funktioniert. Ich würde euch also bitten, um zu gucken, ob ich das Gewinnspiel über YouTube machen kann, dass ihr mir mal Nachrichten schreibt und dann gucke ich, ob es in meinem Newsfeed auftaucht, ob ich das sehe. Und wenn das funktioniert, dann mache ich nächstes Video 1. Ich hoffe. Weil, also das Problem ist schon seit einer ganzen Weile bekannt, aber es gibt seit eben dieser Weile auch noch keine Lösung. Was irgendwie doof ist. Ja. Ja. Das war es zur Einleitung. Ich habe jetzt hier die Sachen neben mir ausgebreitet. Ich habe noch Neuzugänge. Die habe ich jetzt allerdings nicht rübergetragen, weil ich nicht so oft laufen wollte. Und ja, vielleicht zeige ich die euch ein andermal. Aber heute erstmal nur meine Projekte. Ich habe auch da noch einen Karton von Drachensteinwolle liegen. Sie hat dieses Jahr keinen Adventskalender. Dann habe ich mir ein Überraschungspaket zusammengestellt und das muss dann mein Freund noch in undurchsichtige Tüten packen, damit ich das dann, damit ich ja 5 Päckchen draus habe. Also der Karton steht da gerade und verspottet mich, aber ich kann euch die Wolle ja nicht zeigen. Ja, demzufolge, ich zeige euch, was ich hier vor mir ausgebreitet habe. Ich würde sagen, fangen wir gleich mit meinem Sorgenkind an. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Wolle hier. Das waren den Seidenstrang, den ich mir damals auf dem Westerwälder Wollfest, glaube ich, geholt habe, von der kleinen Wollfabrik. Da wollte ich ja die Florentina draus machen. Und das hat ja mir erstmal nicht so richtig geklappt, weil irgendwie meine Maschenanzahl ging, obwohl halten an die Anleitung, nicht mit der Anleitung konform und es passte vorne und hinten nicht. Und ich hatte mir die am Anfang nicht ausgedruckt. Diesmal habe ich sie mir ausgedruckt, habe das also dann daneben geschrieben, weil sich das natürlich wieder so wiederholt hat und dann hat es auch funktioniert. Aber ich finde, man erkennt das Muster bei der Wolle sehr schlecht, obwohl die jetzt nicht so super wild ist, aber ich finde, es reicht. Also, mir gefällt es nicht. Ich werde es also nochmal aufmachen. Ich finde, man sieht es halt wirklich sehr schlecht. Mir gefällt es nicht, ich mache es nochmal auf. Und weil ich das gerne verarbeiten wollen würde, stricke ich das wahrscheinlich in dem Muster ohne Lace-Teil. Also einfach nur glatt rechts. Weil die Wolle finde ich echt schön. Das Glänzende kommt jetzt natürlich in der Kamera gar nicht so raus. Ist aber ein Wollstrang. Glänzt halt, wie man es von. Ach, Wollstrang. Ein Seidenstrang. Glänzt halt, wie man es vom Seidenstrang kennt. Ja. Ja, das werde ich also dann nochmal aufmachen. Ob ich dann jemals die Florentina als Muster stricke, weiß ich nicht. Im Moment habe ich da nicht so Lust drauf. Mal sehen. So.
Mal gucken, ob ich das dieses Jahr noch anfange oder nicht. Es kommt ja jetzt auch wieder Weihnachten und dann Weihnachtsvorbereitungen. Ich versuche mich dann immer, also ich mag es nicht, zu Weihnachten Geschenke zu stricken, weil ich Angst habe, dass ich sowieso nicht rechtzeitig fertig werde. Und dann mache ich, setze ich mich unter Druck. Ihr kennt das vielleicht, dann so, oh, ich muss das noch fertig machen, dann macht mir das Stricken keinen Spaß. Und dann bin ich unter Druck und dann finde ich alles doof. Und dann, je mehr ich unter Druck bin, desto weniger mache ich da dran. Ja, und deswegen, also ich habe jetzt, das habe ich aber selbst gesagt, ich stricke eine Mütze und einen Schal für Schwiegermutter. Und ja, dann habe ich noch das eine Tuch, was aber eigentlich nicht als Weihnachtsgeschenk gedacht war, sondern das mache ich halt immer so nebenher. Das war, also mehr möchte ich auch nicht machen, weil, wie gesagt, ich setze mich dann so unter Druck und das möchte ich nicht. Und jo, gibt es keine gestrickten Weihnachtsgeschenke, sondern eher so also im Jahr irgendwann mal immer so. Dann, ich kann euch direkt mal das Tuch zeigen. Das, ach ja, genau. Weil ich ja gesagt habe, dass ich ein Video schon aufgenommen habe, es aber nicht hochgeladen habe. Ich habe natürlich auch die Markierer versetzt. Du gehörst auf die andere Seite. Ich habe die Markierer versetzt. Wusste aber nicht mehr, wo sie dann vorher waren. Das heißt, nee, ich verliere hier Maschen. Das heißt, die Markierer sind vielleicht nicht da, wo ihr es erwartet. So. Das ist ja das Bastet-Tuch aus der Wolle. Von der Bobbelscheune, der Sonnenuntergang. Ja, genau, der Sonnenuntergang. Hat ja eine Bekannte von mir gesehen und fand den so toll, dass sie ihn unbedingt haben will. Das war dieses sternförmige Tuch. Und ich hänge gerade an einer Stelle. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal auch an der Stelle gehangen habe. Ich glaube schon. Und jetzt überlege ich natürlich, weil ich es mir damals auch nicht ausgedruckt habe und keine Notizen gemacht habe, ob ich dann stumpf nach Vorschrift gestrickt habe oder es angepasst habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hemmt das gerade so ein bisschen meine Motivation. So beim ersten roten Streifen bin ich schon. Ja, da mache ich immer so ein bisschen, bis ich zu einer Stelle komme, wo ich dann wieder frage, wie ging es jetzt weiter? Also, ja, das ist jetzt aber hat jetzt auch nicht die höchste Priorität, weil ich mich da nicht auf dem Abgabedatum festgelegt habe. Dann, wo wir beim Häkeln sind, ich habe noch, opala, da hängt noch die Nadel. Ich habe noch ein anderes Häkeltuch. Das ist mein Tuch, woran ich arbeite, wenn ich einfach mal gerade nicht denken will. Das ist so ein nach Art glatt rechts. Das ist ein Motivtuch. Aus Wolle von Marion. Die habe ich mir selbst wickeln lassen. Also das war meine Wunschwicklung. Hier, so ein Blau. Moment, zu wenig Hände. Also ein, ja, Türkis. Dann dieses knallige Rosa, was sie neu haben. Und dann so ein Bärenton. Die Farben kommen fast so rüber. Also das Rosa ist tatsächlich ein bisschen knalliger. Und ja, man sieht schon ein bisschen, das wird nämlich ein Wollknäuel mit einer Häkelnadel. Da ist die Nadel und dann sieht man schon, hier, da ist der untere Knäuel. Und hier, da sind so Fäden, die dann rauskommen. Wie es bei Motivtüchern ist, die sieht man natürlich am besten, erkennt man es, wenn sie fertig sind. Und weil ich halt hier nicht denken muss, weil ich habe hier das Bild vor mir liegen und von wem ist denn das? Von Claudia Sass, also SASZ, heißt Wollknäuel. Das habe ich mal bei Crazy Pattern. Die haben da ganz, ganz viele Häkelanleitungen. Ich finde sie dort einfach besser. Also wenn ich Häkelanleitungen suche, dann kaufe ich sie eigentlich bei Crazy Pattern. Und da habe ich mir mal so ein paar Motivtuchvorlagen gegönnt und dann war das Wollknäuel mit dabei, weil an einem Wollknäuel ist nie was falsch. Und das werde ich jetzt aus dreifädig 800 Meter arbeiten. Immer so nach und nach. Wie gesagt, wenn ich gerade nicht nachdenken will, dann ist so ein Motivtuch genial.
Man muss halt nur die Reihen zählen. Also auf dem. Ich bräuchte eigentlich so einen kleinen so ein Magnetding mit Sichtfenster, dass ich immer so weiterschieben kann. Weil dann verrutsche ich auch nicht. Musst du schon einmal eine Reihe aufmachen, weil ich mir dachte, ich bin in der Reihe verrutscht. Ja, jetzt auch nicht so schlimm, aber man merkt es relativ gut an einem Motivtuch. Ja, das war alles, was ich zum Häkeln auf den Nadeln habe. Dann gibt es noch einiges Gestricktes. Und zwar habe ich aktuell ein Mitnahmeprojekt. Wie? Ich war letzte Woche erkältet. Nee, letzte Woche hatte ich das mit dem Bein. Vorletzte Woche war ich erkältet irgendwie. Ist im Moment der Wurm drin bei mir. So, ich habe hier, ist auch schon vernäht, ich habe es noch nicht abgeschnitten, einen Socken. Und zwar aus einem Baumwolle-Elastan. So sieht er aus. Dann habe ich geschenkt bekommen, den Knäuel von Marion. Und hier ist der zweite. Die Ferse ist schon fertig und ich bin dann irgendwo in der Mitte des Fußes. So. Ich habe eine Sichelferse gemacht. Wollte ich mal austesten. Ich habe sie noch nicht Probe getragen, ich habe sie nur mal angezogen. Aber wie sie sich genau trägt, kann ich euch dann gerne sagen, wenn sie mal in Benutzung sind. Aber Jutta hat ja in ihrem letzten Video gesagt, sie hat auch so einen Knäuel mal getestet und hat gemeint, den verstrickt sie nie wieder, weil Wollkotze entsteht. Jo. Es entsteht bei dem Knäuel wirklich sehr leicht Wollkotze. Und ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie ausklamüsere. Kannst du eigentlich, also vom Gefühl her, kannst du da eigentlich fast nichts gegen machen. Das passiert automatisch beim Angucken schon. Also begeistert bin ich davon auch nicht. Jetzt möchte ich das irgendwie umwickeln. Ja. Schön, meine Wollkotze. Wie sie sich tragen lässt, weiß ich halt auch noch nicht wegen der Wolle, weil da natürlich Baumwolle drin ist. Hoffe ich, dass sie ein bisschen kühler sind. Fühlen sich allerdings schon so an, dass sie ein bisschen kühler sind als normale Wollsocken. Ich habe eine Bändchenspitze gemacht. Da. Ja, und wie gesagt, die Sichelferse und ein Stino, weil es ein Mitnahmeprojekt ist, damit ich nicht denken muss. Klein und einfach glatt rechts und alles ist schick. So. Dann, apropos Jutta, wir stricken in unserem Stricksex in 2020. Da haben wir ja manche Projekte zusammen. Wir hatten ja schon die Mütze Lilou am Anfang des Jahres. Die haben wir dann zusammen gestrickt und dann waren ja die Socken da, wo ich überhaupt keine Lust hatte auf Colorwork, also so wirklich so gar nicht. Und dann, ich habe ein anderes Paar Socken gestrickt, glaube ich, ne? Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht. Also ich habe irgendwas gemacht als Ausgleich. Und dann haben wir ja den Read Between the Lines, das Tuch, was eigentlich auch so ein No-Brainer ist. Was man auch so nebenher stricken kann. Problem, ich kann es nicht mitnehmen, weil zwei große Knäuels. Das sind ja die Knäuels, die ich mir mal bei Markus geholt habe, beim Herrn von Strick. Das sind ja seine Wicklungen. Die habe ich mir extra für dieses Tuch geholt. Und da ist es. Das ist ja in der Schattenstricktechnik. Ja, macht schon Spaß. Aber wie erwartet, man merkt halt irgendwann, dass es wirklich immer, immer derselbe Mustersatz ist. Und ich habe auch dadurch, dass es beides 1000 Gramm, nein, 1000 Meter Knäuel sind, ich bin immer noch bei der ersten Farbe. Weil hier sind hier sind drei verschiedene Farben drin. Und hier auch. Und das zieht sich halt, weil ich natürlich auch immer nur eine Reihe pro Farbe stricke. Ich habe also gerade gefühlt, stricke ich da seit Ewigkeiten dran, habe kein Erfolgserlebnis.
weil sich weder Muster noch Farbe verändert. Und das ist schon ein bisschen zäh. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr soll es fertig werden. Wenn ich da an meinen Southern Skies denke, da habe ich ein bisschen dran weiter gestrickt. Den habe ich aber jetzt nicht hier, weil den zeige ich euch dann, wenn ich mit dem letzten Mustersatz fertig bin. Weil ansonsten ist es halt schwer zu zeigen, man sieht halt so wenig. Weil er groß ist und auf einer Rundnadel sitzt. Und ich habe noch so viel Wolle. Ich wollte dann ja noch ein Lace-Teil dran stricken, aber Lace braucht ja auch nicht so viel Wolle. Ich werde noch so viel Wolle überhaben. Du liebe Zeit. Wie dem auch sei. Da habe ich ja auch vorgenommen, das dieses Jahr fertig zu machen. Weil ich wollte ja eigentlich an Silvester mit dem Northern Skies Shawl anfangen. Aber ich habe im Moment keine Lust, Perlen reinzustricken. Irgendwie, es nervt mich gerade. Vor allem, weil die Perlen auch so dünn sind, dass ich da immer mit so einem Faden da sitze, ne? Faden anlecke, damit der da durch diese Perle passt, dann diese Perle mit Faden dann rumschwingen und dann weiter abstricken und dann gefühlt dreimal schon weiter. Ja, okay. Das zieht sich so. Oh. Ich weiß nicht, ob es mit einer Häkelnadel besser wäre. Ich habe schon die dünnsten Häkelnadel, die es für Geld zu kaufen gibt, glaube ich. Dünner ist ein Faden. Also nicht dünner als ein Faden, sondern dünner ist ein Faden. Und irgendwie scheint es trotzdem... Also, was heißt scheint? Es passt nicht. Die Perlen haben einfach ein zu kleines Löchlein. Oh, dann... Nee, das hemmt meine Motivation gerade. Ja, also. Da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, dass es da weitergeht. Ich glaube, Jutta, bist du weiter als ich oder nicht? Das wird auch sicherlich, weil es ja 2000 Meter dann verstrickt sein werden, wird das sicherlich so eine, ich nehme das mit in den Garten oder wohin auch immer, eher so eine Decke als ein Schal, weil ich bin zwar groß, aber in 2000 Meter kann auch ich mich fünfmal reinwickeln. Tja. Na, mal sehen. Also ich habe fest vorgenommen, mal sehen, ob ich es schaffe, dass es dieses Jahr noch fertig wird. Und wir haben schon Oktober und ich habe gefühlt nichts geschafft. Selbst die Löcher hier haben noch nicht mal wirklich Lochfraß. Das deprimiert mich. Obwohl, es ist gar nicht so klein, dieses Ding. Aber ja, irgendwie. Dann habe ich noch ein Tuch und meine Jacke auf den Nadeln. Ich zeige euch mal das Tuch. Jetzt habe ich mir extra die an. Moment. Mein Knie. Oh. Ich komme nicht ran. So. Die Aluna stricke ich ja gerade. Die wollte ich ja schon seit Ewigkeiten stricken. Und dann haben wir ja im Pirate Strickcafé den Karl ausgerufen, Moment, Knie, im Paris Strickcafé den Karl ausgerufen, stricke deine älteste Anleitung oder eine deiner ältesten Anleitungen oder verstricke eine deiner ältesten Wollen. Das war bei mir das die zweite Anleitung, die ich mir jemals gekauft habe auf Ravelry. Und die Wolle hatte ich ja schon seit Ewigkeiten dafür liegen. Das ist nämlich die von der bunten Wollmaus. So, und... Das wird mein Tuch. Ich habe das ein bisschen abgeändert, weil ich wollte, dass die Wolle richtig zur Geltung kommt und stricke den farbigen Teil glatt rechts und hier die Mitteldinge dann kraus rechts. Ich finde, es ergibt auch eine sehr schöne Optik, einfach dadurch, dass ich dann hier nicht alles kraus rechts habe, sondern abwechsel zwischen glatt und kraus. Abgesehen davon, dass natürlich die Farbe der Wolle erst dann richtig rauskommt. Also hätte ich die hier kraus rechts gestrickt, hätte es einfach nicht so gewirkt. Und das ist natürlich genau meine Farbe, ne? Schon bunt. Huch. Da habe ich jetzt auch eine Zeit lang nicht dran gearbeitet, weil ich wollte die Temperaturdecke, ich habe der ja gehangen und ja, ich habe immer noch nicht aufgeholt, aber ich habe ein bisschen eingeholt. Warte mal. Ja doch, also aufholen, ankommen, einholen, aber schon den Abstand verkürzen. Also es ist jetzt, ich war ja auf 2,5 Monate irgendwann, wo ich dann im Verzug war, glaube ich. Oder waren es nur 2? Egal. Und jetzt bin ich auf gute 3 Wochen.
Was haben wir für ein Datum? Nee, 4 Wochen. So, also das ist meine Aluna. Sehr bunt. Ich freue mich, wenn die fertig ist. Ein bisschen wildert sie. Das finde ich ganz toll. Ich mag ja so wildern. Da. Ein bisschen hat sie sich gestreift. Also ich bin begeistert von der Wolle. Ja, ich habe ja das große Ziel, alles, was ich angeschlagen habe, zum Ende des Jahres dann fertig zu haben, inklusive Loop und wie nennt ich das? Mütze. Wir werden sehen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Vielleicht klappt es dieses Jahr. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch. Aber auch unbelehrbar. Ja. Dann, bevor ich zu dem ganz großen komme, zeige ich euch mein Jäcksche. Das ist, das stricken wir jetzt auch als spontaner Minikarl. Das ist die, also auch ein großer Teil von dem Parrot Strickcafé und dann Marion aus dem Wollladen hier und die Gilly, eine gemeinsame Freundin von uns, die wir auch über ihren Laden kennengelernt haben. Also beide, wir kannten sie beide vorher nicht. Marion ist schon fertig, die hat eine abgespeckte Version gestrickt, gut, aber sie war auch schnell. Sie hat keine Mütze, keinen Schalkragen und ein bisschen kürzer gemacht. Sieht aber sehr schön aus. Ich werde auch keine Mütze machen, weil ich einfach Mützen nicht mag. Ich erwürge mich dann immer, das sieht dann immer so nach hinten. Und dann kriege ich keine Luft. Weil irgendwie, wenn ich eine Mütze dran habe, ich habe das Gefühl, da sind Zentnersteine hinten drin und es zieht sich immer nach hinten. So, das ist meins. Ich sehe nichts. Da habe ich die Wolle selber für gefärbt damals. Damals, vor Jahren. Nee, irgendwann im Laufe des Jahres habe ich die Wolle gefärbt. Das hier ist eine Baumwollmischung. Nein, doch. Ja, nee, eine Bambusmischung. Das ist eine Bambusmischung. Die glänzt ein bisschen. Das sieht man jetzt hier nicht. Das ist komplett Wolle von Chester Wool. Und Gilly fand die Farben so toll, die hat sich dieselben nochmal färben lassen. Allerdings, ich hatte nur noch Wolle mit Glitzer. Dann hat sie das mit Glitzer gekriegt. Das sieht aber richtig gut aus. Weil es auch immer so ein dezentes Glitzern ist. Und ihre Farben sind ein bisschen kräftiger geworden als meine. Was mich ja ein bisschen, also ich mag ja kräftige Farben. Aber ich hatte ja extra so ein bisschen was Dezenteres gefärbt. Weil, naja, also ich bilde mir ein, man braucht auch mal ein bisschen was Leichteres. Nicht immer so was, einfach ein mit den Farben um die Ohren haut im Schrank. Vielleicht täusche ich mich. Aber ja, also es sind nicht meine Lieblingsfarben, aber ich finde sie trotzdem schön. Ich werde sie auch tragen, die Jacke auf jeden Fall. So viel zum Blabla drumherum. Ich habe also hier, das ist ja der Hoodie Shawl Cardigan. Hätte ich vielleicht vorher mal anfangen. Es ist der Hoodie Shawl Cardigan von der Susanne Sommer. Ich habe hier mein Dreieck und dann habe ich die verkürzten Reihen schon fertig und bin jetzt hier am Körper. Wie ihr seht, ich habe schon einen Ärmel. Er ist auch schon fertig und vernäht, weil viele fanden ihren Ärmel unter den Achseln als zu eng. Und da ich ja generell häufiger Probleme mit der Weite von Ärmeln habe, habe ich dann Panik erfüllt, schnell mal den Ärmel hier angeschlagen und fertig gestrickt. Er passt. Also es ist jetzt, er passt auch unter den Achseln. Es ist jetzt nicht, der super weite Ärmel bei meinem Crazy Stripes bei der Jacke. Da habe ich wirklich weite Ärmel. Habe ich aber extra so gewollt, weil ich wollte da auch was drunter ziehen können. Was mit nicht nur knalleng anliegenden Ärmeln. Problem bei der Sache ist, mir ist immer so warm, ich ziehe dann immer nur ein T-Shirt drunter, weil alles andere, da sterbe ich. Und ich wollte also hier jetzt mal ein bisschen was Engeres an den Armen liegen. Er liegt gut an, er liegt passgenau an, der Ärmel. Und wie gesagt, auch unter den Achseln ist Platz. Und ja, der Körper, es ist schon langweilig. Also so viel glatt rechts ist schon ganz schön langweilig. Ich werde den jetzt, glaube ich, auch eine Weile erstmal liegen lassen, weil ich habe mich gestern so gequält, habe wirklich dann mich schon verkrampft beim Stricken. Habe ich gesagt, okay, jetzt, der muss jetzt ein bisschen liegen. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. Genug. Ja.
Also laut Maßband brauche ich noch 5 cm. Nein. Doch. Also 4 oder 5. Wenn ich mir das allerdings so angucke, werde ich wahrscheinlich von hier an vielleicht noch 10 cm dran machen. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, es hängt mir unter dem Bauchnabel. Mal sehen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich fasse ihn heute nicht an, weil ich an dem in der letzten Zeit hauptsächlich gearbeitet habe. Ich habe einfach keine Lust. Ich lasse den mal ein bisschen liegen. Ich hänge jetzt mal den Marker um. Es hat gestern wirklich keinen Spaß gemacht. Ich habe mich so verkrampft und so gequält und das muss ja nicht sein. Dazu ist ja das Stricken nicht da. Es ist ja da, damit wir Spaß haben. Und Sachen fertig kriegen, die wir dann anziehen können. Ja. Ich habe mir, als ich die Anleitung durchgelesen habe, habe ich mal hochgerechnet, okay, ich bräuchte 3 Knäule hiervon und habe dann jeweils 2 davon. Damals habe ich noch überlegt, ob ich nicht vielleicht doch die Mütze stricke. Nee. Sonst hätte ich wahrscheinlich wirklich 2 hiervon gebraucht, aber ich werde niemals 3 hiervon brauchen. Also ich habe jetzt das zweite Knäuel angefangen. Das werde ich höchstens, je nachdem wie lange ich stricke, höchstens zur Hälfte aufbrauchen. Und dann kommt ja der Kraus-Rechtsteil in der Farbe. Und der, dann, also bevor ich dann die Umrandung stricke, werde ich allerdings den zweiten Ärmel stricken, weil da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob es reicht. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie viel Knäule ich für einen Ärmel brauche. Ich glaube einen halben, Fragezeichen. Aber es muss ja noch genug sein für die Umrandung. Also vielleicht, wenn es nicht reicht, mache ich die Umrandung aus der Farbe. Ja. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall werde ich zuerst den Ärmel stricken, damit ich das dann besser abmessen kann. Und nicht dann irgendwie den Ärmel schon gestrickt habe und dann hier mit so einem halben Ärmel rumsitze. Und das ist ja richtig kacke. Also ich mag unterschiedlich gefärbte Ärmel nicht. Beziehungsweise, nein, es gibt ja Modelle, wo das durchaus gut aussieht. Aber bei dem Modell, wenn ich dann jetzt einen Ärmel in diesem hellen Rot hätte und in dem anderen in vielleicht dem Weiß, das sieht, glaube ich, ein bisschen albern aus. Ich möchte ja nicht unbedingt wie ein Hofnarr rumlaufen. Dann Frage, habe ich hier einen Marker hängen? Nee, habe ich nicht. Okay, muss ich dran denken, dass ich den das nächste Mal dann einsetze? Aber hier habe ich bestimmt. So, groß angekündigt. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe alle Marker versetzt, aber ich habe nirgendwo Marker drin. Außer da, wo ich ja durchweg wieder aufmachen und so weiter und so fort gefühlt gar nicht weitergekommen bin. Also ich hatte mehr schon auf dem, da, ihr seht es ja gar nicht, auf dem Bastertuch. Und dann habe ich es wieder aufgemacht, wieder neu gehäkelt, wieder aufgemacht. Und ja, am Ende bin ich jetzt da, wo ich gefühlt angefangen habe. Und bei dem Seidentuch habe ich extra keinen reingehängt, weil das so, feine Wolle ist. Und ich einfach Schiss hatte, dass mir das dann alles rauszieht. Also muss ich noch 2 Marker organisieren, dafür und dafür. Und 3 für mein anderes, mein Häkeltuch. Und die Socken, ja. Jetzt zeige ich euch dann, wenn sie fertig sind. Dann habe ich hier meine Temperaturdecke. Einen Moment schon mal. Da hängt der Marker drin im, ich glaube, letzten Monat. Da war ich aber, als ich das letzte Mal euch gezeigt habe, das war ja schon Monate her, da war ich auf jeden Fall noch nicht so weit. Doch, das nervt mich. Eine Temperaturdecke, dass hier überall diese Fäden immer rumhängen und ich habe schon ganz viel vernäht. Also hier, der hängt noch am Knäuel. Aber weil die Decke auch so gewaltig ist, habe ich das Gefühl, sie verdreht sich immer in der Wolle und ich habe immer irgendwie halbe Wollkrotze und das nervt mich. So, da hängt der Marker vom letzten Mal. Das ist September. Das ist also August. Und das ist der Juli. Den habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Also der Juli, wo schon hier ein paar warme Tage sind. Hier, das ist der dunkelrote Streifen. Der ist bis 28 Grad und dann der braune Streifen, der ist bis 29 Grad. Warte, 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 warte.
Genau, also ich habe das, den Braunstreifen da jetzt nicht reingehängt. Also der dunkelrote, der ist 28, 29, 30 und der braune ist dann 31, 32, 33. Und ich glaube, immer wenn der braune da war, ist es tatsächlich 33 Grad gewesen. So, zweimal. Der müsste jetzt im September, da ist es ja einmal richtig kalt geworden, dann wieder super warm. Da müsste auch nochmal 33 Grad ungefähr kommen oder ein bisschen weniger. Müsste nochmal ein brauner Streifen kommen. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt hier im September und zwar am 12. Mitten im 12. Da habe ich dann gestern Abend keine Lust mehr gehabt, die Reihe noch zurückzustricken. Den Krebsrot. Krebsrot ist 22 bis 24 und die gelben ist dann dunkelgelb 19 bis 21, hellgelb 16 bis 18 und einmal hatte ich schon mal einen grünen. Der ist 13 bis 15. Und hier mein Trennstreifen. Ne? Da bin ich also fleißig dabei. Nicht so fleißig, wie ich gerne wollen würde, weil sonst wäre die natürlich up to date. Hier haben wir den Juli mit ganz viel Krebsrot. Und dann haben wir hier den Juni mit sehr viel Gelb. Wenn ich an das letzte Jahr denke, an 2019, wo ja die Himbeeren am Strauch Pulver wurden, weil es so heiß war und so trocken. Dieses Jahr ist es überhaupt nicht so heiß und ich finde es, ich freue mich darüber. A, ich bin kein Hitzemensch. B, das ganze Zeugs im Garten ist nicht vertrocknet. Also das Gemüse und das Obst, man konnte es nach wie vor essen. Und ich habe ja wirklich Sorge gehabt letztes Jahr, als wir da diese Wahnsinnstemperaturen und diese Wahnsinnstrockenheit hatten. Es hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und ich bin froh, dass es jetzt dieses Jahr einfach ein bisschen lockerer war. Also so ein Sommer, wie man ihn halt auch von früher mehr oder weniger kennt. Klar, mein Früher ist jetzt nicht das Früher von vor 100 Jahren, wo es natürlich ganz anders war, aber also es war auf jeden Fall nicht so schweineheiß und nicht so schweinetrocken. Es hat auch während meine Urlaubszeit am Anfang ein bisschen geregnet. Ja, ist dann halt so. Breche ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Ja, jetzt wird es bald wieder kälter. Mal sehen, ob wir diesen Winter Schnee haben. Wir im Harz hier, also Wenningerode ist ja ein bisschen wärmer. Der Harz neigt ja dann doch eher dazu, mal Schnee abzukriegen, so Elbingerode und so. Letztes Jahr habe ich hier überhaupt keinen Schnee gesehen, was ich sehr schade fand. Ich hoffe, dass dieses Jahr ein bisschen Schnee kommt. Auch wenn ich dann gestehen muss, dass ich mit meinem Moped dann wahrscheinlich nicht mehr zur Arbeit komme. Ich muss berghoch. Auf dem Brocken hat es geschneit letzten Winter. Da bin ich aber nicht hochgekommen, weil ich war schlecht zu Fuß. Ne? Krücken und so. Na, man darf gespannt sein. Vielleicht, ich habe die Hoffnung, ich mag ja Schnee. Also meine Temperaturdecke, sie wächst. Und ich bin jetzt nur 4 Wochen zurück. Ja, ich hätte mich gar nicht so rüberbeugen müssen, weil der Rest von meiner Aluna-Anleitung. Hab ich nicht gesehen. Ich wahrscheinlich die schon extra hier hingelegt, damit ich mich da nicht bücken, strecken muss. Hab dann ein Blatt dort vergessen, hab dann vergessen, dass ich es mir hier hingelegt habe und hab dann danach geangelt und mich gewundert, wo die restlichen Blätter sind. Das war alles, was ich auf den Nadeln habe. Nee, stimmt nicht ganz. Aber noch das andere Tuch da, was ich aber nicht zeigen will, weil lohnt sich noch nicht, finde ich. Ich habe diesen Sommer zum allerersten Mal S'mores gegessen. Also S'mores, das sind ja diese, also das sind ja geröstete Marshmallows. Und die werden dann so, man kann sie entweder so essen oder man legt sie auf einen Keks und auf der anderen Seite auch einen Keks. Und dann kann man ein Schokoladenplättchen dazwischen legen oder nicht. Habe ich zum ersten Mal gegessen.
Zweimal habe ich die jetzt gegessen. War schon lecker. Aber beim ersten Mal, das war an einem Sonntag, als wir die gegrillt haben und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so viel Zucker hatte. Ich hatte 2 S'mores gegessen und war dann so voll mit Zucker, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Da habe ich gesagt, wir machen das nicht mehr am Sonntag. Nächstes Mal haben wir es am Samstag gegrillt. Dann war es ja egal. Konnte ich am Sonntag ausschlafen, muss ich nicht um 6 aufstehen. Gut, Ausschlaf bei den kleinen Ratten ist auch nicht so, aber ja gut, wenn man bis 8 liegen kann, ist schon schön, ne? Also, die waren echt lecker. Aber Mann, das ist natürlich eine Kalorienbombe und eine Zuckerbombe. Aber ich wollte es unbedingt mal machen. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gegessen. Es war schon lustig. Ich werde das sicherlich auch mal wieder machen. Gut, jetzt wahrscheinlich eher nicht. Wir haben zwar da eine Feuerstelle, aber die Motivation, sich dann jetzt draußen hinzusetzen und so über die S'mores zu grillen, ist ein bisschen, hält sich ein bisschen in Grenzen. Was habe ich noch so in der Zeit gemacht? Ja, ich war bei einem Showverkauf von Schmeichelgarne mit Marion zusammen, wo ich ja dann die Wolle auch mitgebracht habe und auch so ein Goodiebag gekriegt habe. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt alles hier nicht hier. Da habe ich noch 2 liebe Mädels aus Berlin kennengelernt, die ein ehemals reines Handarbeitsgeschäft, mittlerweile auch mit Wolle haben. Kreativmarkt Berlin heißt der, glaube ich. Und ansonsten haben Mario und ich da eine schöne Zeit in Ludwigslust verbracht und haben es uns gut gehen lassen. Ja. Das war so, was ich gemacht habe. Ansonsten gearbeitet und gestrickt oder gehäkelt. Ich habe nichts gesponnen, weil der Riemen ist ja ausgeleiert und ich habe noch keinen neuen eingezogen. Es war die letzte Zeit jetzt auch natürlich zu warm für meine Hände. Die sind ja immer am Kochen. Aber jetzt, wenn ich so nach draußen gucke, denke ich so, ja, so langsam könnte ich mal mich um den Riemen kümmern. Ein kluger Mensch natürlich hätte sich davor um den Riemen gekümmert, damit er dann sofort anfangen kann zu spinnen. Ja. Aber wir sprechen ja hier von mir. Mal sehen, ob dieses Halloween Kinder vorbeikommen. Also ich werde auf jeden Fall hier dekorieren. Und ja, man darf gespannt sein. Also ich würde mich freuen. Mögt ihr den Herbst? Ich mag den Herbst total gerne. Wenn ich immer hier nach draußen gucke aus dem Fenster, dann sehe ich die ganzen goldenen Bäume. Was habe ich eigentlich hier für einen Streifen? Ich weiß es gar nicht. Ein mysteriöser Streifen. War kurz mal drüber gekratzt, jetzt ist hier auch schon rot. Was ist da los mit meinem Gesicht? Nee. Also ich mag den Herbst total gerne. Und ich müsste eigentlich mehr spazieren gehen. Mal ein bisschen Kastanien sammeln und daran hübsche Figürchen draus machen. Oder. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich vielleicht auch ein bisschen faul gerade. Beziehungsweise im Moment gerade kann ich einfach nicht gut laufen. Es kommt irgendwie immer was dazwischen. Ja, soweit so gut. Ich werde das Video dieses Mal nicht schneiden, also auch kein Intro vorstellen, weil ich habe es mit dem Handy aufgenommen und ich bin auch da irgendwie. Was ist los mit mir? Ich bin so faul. Ja, müsste ich das auf dem Rechner hochladen und dann dort schneiden. Hallo Mefi, willst vorbeikommen? Ich werde es also einfach direkt hier hochladen. Komm her, zeig dich mal. Mit deinem Herz auf der Nase. Das ist der eine, der hier so ein Herz hat, ein schwarzes. Aber nein, er muss jetzt mal erstmal die Futternäpfe untersuchen. Nachdem er aber heute Morgen schon gegessen hat, war es jetzt so, ach nee, kenne ich schon. Es mundet mir gerade nicht. Jetzt trollt er sich nach Richtung Schlafzimmer. Hat mich der Kater so abgelenkt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ja, rausgehen, keine Ahnung. Also, wie dem auch sei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wie gesagt, schaut mal, schreibt mir mal bitte und ich gucke, ob das einfach im Newsfeed kommt. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann würde ich gerne die Verlosung machen. Und dann wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit.
Und ich werde mich bemühen, dass ich jetzt da keine Findungsphase mehr brauche, die sowieso ergebnislos war. Und dann beim nächsten Mal schneller ein Video rausbringen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Macht's gut. Strickt schön fleißig oder häkelt oder spinnt oder was auch immer. Und bis demnächst. Tschüss.